Nun also Gewissheit. Die Krefeld-Pinguine stehen als Absteiger fest. Der Schmerz sitzt tief. Mir fehlen da auch ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Jetzt habe ich natürlich die bitterste Niederlage meiner Karriere. Am 30. März 2022 war es soweit. Nach einem 6:1-Debakel in Mannheim standen die Krefeld-Pinguine nach der Verzahnung zwischen DEL und DEL2 als erster sportlicher Absteiger fest. Der erste nach 16 Jahren. Schauen wir mal etwas genauer drauf. Gucken wir erstmal auf die sportlichen Leistungen der letzten Jahre und in dieser Saison. Seit 8 Jahren haben wir es nicht mehr auf einen einstelligen Tabellenplatz geschafft. Und dabei zähle ich die Corona-Saison bewusst dazu, da man auch da gruppenübergreifend letzter war. Und von diesen letzten 8 Jahren hat man nicht nur seit 2016 durchgehend die Playoffs verpasst, sondern man wurde auch 4-mal letzter. Dies stieß selbstverständlich auch den Fans übel auf und man konfrontierte die Akteure direkt nach dem Spiel mit ihren Leistungen. Dort kam es dann zu kleinen Diskussionen und die Spieler gelobten Besserung. Mit Blick auf die letzten Jahre wird eines direkt klar. Der kommende Abstieg war eine unausweichliche Sache. Die einzige Frage war nur, wann? Daher kommt es wenig überraschend, dass es die Pinguine schon dieses Jahr getroffen hat. Somit endet für das Gründungsmitglied der DEL von 94-95 die Erstklassigkeit nach 31 Jahren. Doch nicht nur sportlich gab es bei den Krefeldern Probleme, denn auch hinter den Kulissen gibt es viele Unstimmigkeiten. Ein großer Faktor, Sergei Sabeljew. Und das fällt nicht nur mir auf, denn es zieht weite Kreise und auch durch die Medien. Oberboss Sabeljew hat es innerhalb kurzer Zeit geschafft, sich eine Position anzueignen, die hier und da als Alleinherrscher bezeichnet wird. Nachdem er als normaler Scout angefangen und 3,5 Millionen Euro investiert hat, wurde er schnell zum Geschäftsführer und auch zum sportlichen Leiter. Außerdem tauscht er auch noch die ganze Geschäftsstelle personell aus. Und welchen offensichtlichen Job könnte man sich noch zu eigen machen? Richtig! Man wird Trainer und steht bei den Spielen auch hinter der Bande. Zu Beginn der abgelaufenen Saison kam Igor Zakakin, und sorry, wenn ich den Namen jetzt falsch ausgesprochen habe, als neuer Trainer zu den Pinguinen. Ein Mann, der als Assistenztrainer der russischen Nationalmannschaft 3-mal Weltmeister wurde. Also recht erfolgreich, dieses Kerlchen. Dennoch konnte er nicht die Spiele in Ruhe leiten. Öffentlich heißt es, dass der Trainer keine gute Connection zu den Spielern hatte und sie nicht richtig erreicht hat. Ich bin aber fast der Meinung, dass es auch am Einmischen vom Oberboss lag und man so nicht eine Richtung gehen konnte, und zwar die von Zakakin, weil der Oberboss einfach Unruhe reingebracht hat. Vielleicht wissen Insider mehr und können sich gerne anonym bei mir melden. Doch wie gesagt, es würde alles zur aktuellen Situation passen. Sabeljew möchte am liebsten alles alleine machen. Und dass das auf Dauer nicht gut geht, ist ja wohl klar. Auf eine Frage, ob er sich eventuell Unterstützung im finanziellen Bereich holen möchte, bekam die Reporter nur ein einfaches Nein. Und auf eine weitere Frage bezüglich eines externen bzw. einem extra Sportdirektor entgegnete der Oberboss mit einem müden Lächeln, warum? Wir haben doch mich. Gut, also fassen wir mal zusammen. Sportlich waren die letzten Jahre eine totale Katastrophe. Man hat einen Geschäftsführer, der am liebsten alles alleine machen möchte, niemanden seinen Job machen lässt und man ist offiziell aus der Penny DEL abgestiegen. Was könnte man jetzt noch machen? Richtig, man verklagt die DEL, um nicht in die DEL 2 zu müssen. Boom! Doch was waren die Argumente? Laut Sabeljew sei es bei den Quarantäneanordnungen nicht mit rechten Dingen zugegangen. Dabei geht es angeblich darum, wer hat die besseren Connections zum Staat und den Gesundheitsämtern? Es gäbe auch einige Argumente für eine Klage. Leider gab es zu den mutmaßlichen Vorwürfen keine weitere Aussage seitens der Pinguine. Somit tappte die Öffentlichkeit weiter im Dunkeln und musste abwarten, ob und wann weitere Schritte eingeleitet werden. Naja, und was war das Ende vom Lied? Nach intensiven Gesprächen hat man doch von einer Klage abgesehen und den Abstieg in die zweite Liga akzeptiert. Und das ist und war die beste Entscheidung. Wobei es nicht erst hätte so weit kommen müssen. Denn hätte man es durchgezogen, das jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, wäre das ein ordentlicher Schaden für den Ruf des Clubs gewesen. Die Sponsoren hätte es sicher auch nicht so erfreut. Und ob die eigenen Fans das auch so befürwortet hätten, würde ich stark bezweifeln. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Zu Beginn der Runde war jedem Club bewusst, dass es eine harte Saison werden könnte. Dennoch haben alle zugestimmt und waren einverstanden. Die DEL ist sogar so weit gegangen, dass sie innerhalb der Saison von 2 auf 1 Absteiger runtergegangen ist. Daher kommt mir die Klageaktion eher vor wie ein bockiges Kind, was seinen Willen nicht bekommt. Da könnte man natürlich dezent nachfragen, ob Krefeld auch einen Spruch eingelegt hätte, wenn ein anderer Verein abgestiegen wäre. Oder ob man sich dann einfach zurückgehalten hätte. Ich bin offen für jedes Gespräch. Na gut, aber wie macht man jetzt weiter? Ich persönlich bin der Meinung, dass man erstmal hinter den Kulissen was verändern sollte. Denn wenn es da schon nicht läuft, überträgt sich die schlechte Stimmung auf die Mannschaft und somit auf die Leistungen auf dem Eis. Natürlich könnte man jetzt sagen, Sabeljew raus! Aber das wird so schnell nicht passieren und wir gehen jetzt mal davon aus, dass er bleibt. Dann sollte er sich bitte nur darauf konzentrieren, Geschäftsführer zu sein. Heißt, Arbeit abgeben, nicht alles alleine machen wollen. Er soll sich ruhig unterstützen lassen.
einen Sportdirektor einstellen und einen Trainer einstellen und ihn in Ruhe seinen Job machen lassen. Ich möchte seine Kernkompetenzen gar nicht in Frage stellen, aber er sollte etwas auf die Bremse drücken. Also in dem Fall sogar mehr als nur etwas. Auf dem Eis und hinter der Bande befinden sie sich in einem großen Umbruch. Neben gleich 9 Abgängen wurde auch bekannt, dass 2 Legenden nach 18 Jahren die Krefelder verlassen haben. Und wir reden hier nicht von Spielern, sondern einmal Materialwart und Betreuer Christian Menningen, der immer einen guten Draht zu den Akteuren hatte und als gute Seele galt. Und außerdem die Stimme vom KIV Christian Peters Lach. Auf der Trainerposition ist auch schon was passiert. Denn Igor hat seinen Posten abgegeben, aber bleibt vor Ort und wird Betreuer. Mit Leif Strömberg steht auch schon der Nachfolger hinter der Bande fest. Und ich bin mir nicht sicher, ob der 60-jährige Schwede die richtige Wahl ist. Denn mit Blick auf seinen Werdegang werde ich ein wenig skeptisch. Er war in seinen fast 30 Jahren Coach, Head Coach bei 12 Vereinen. 7 Jahre war er vereinslos und trainierte in 3 verschiedenen Ländern. Zuletzt war er Head Coach bei einer Mannschaft in Rumänien, wo er bereits in den ersten Wochen entlassen wurde und war bis zu seiner Verpflichtung bei den Krefeldern über 2 Jahre arbeitslos. Und das arbeitslos sage ich jetzt nur so wegen seinem Trainerdasein, weil ich habe keine Ahnung, was er da jetzt nebenbei gemacht hat, ob er vielleicht als Brötchenbäcker gejobbt hat oder sowas. Eventuell werde ich überrascht, aber im ersten Moment habe ich jetzt kein gutes Gefühl. Aber warten wir es mal ab. Kommen wir mal zum Fazit. Der Verein sollte sich erstmal hinter den Kulissen sortieren. Dann kann man sich auf den neuen Kader und die neue Aufgabe in der DEL2 voll und ganz konzentrieren. Was Herrn Sabaliew angeht, klar könnte man sagen, er muss weg, aber sind wir ehrlich, das wird so schnell nicht passieren. Aber er sollte sich darauf konzentrieren, nur Geschäftsführer zu sein, fähiges Personal einstellen und vor allem weg von der Bande. Er soll fähige Leute ihren Job machen lassen. Aktuell befindet sich die Mannschaft in einem großen Umbruch. Einige Spieler sind weg und es sind schon viele neue Akteure an Land gezogen worden. Aber da warten wir jetzt mal ein bisschen ab und schauen da dann in der kommenden Prognose für die DEL2 drüber. Also, was ist eure Meinung? Werden sich die Pinguine fangen und können um den Wiederaufstieg mitspielen? Oder war es das erstmal für längere Zeit mit der Erstklassigkeit? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!